Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir nehmen direkt im Anschluss weiter auf und traben jetzt erstmal zu Priscilla und reden mit ihr über das, was wir über Dudu erfahren haben. Leider, Hauptquest weitermachen, muss ich ehrlich sagen, ich hätte lieber irgendwas, ja, anderes, Nebenquest-technisches gemacht, aber alles leider nicht mehr auf unserem Level. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch irgendwas, ob ich jetzt irgendwas hart übersehe. Du Wichser, stehst ja wieder, na? Lass mich in Ruhe. Aha. Gott, ich würde die gerne... Also wenn ich die totschlagen könnte, würde ich sie alle totschlagen. No joke. Wenn ich jetzt rausgefunden hätte, dass ich ihn totschlagen kann und dass die Wachen nichts machen, hätte ich angefangen, die alle nacheinander zu töten. Ohne euch, ne, weil es langweilig. Aber ich hätte die so, systematisch ausgerottet. Gut, auf zum Platz des Hierarchen. Und dann zu Priscilla. Priscilla ist ja die Traumdeuterin, wenn mich alles täuscht. Dementsprechend eine sehr sympathische Persönlichkeit. Komm näher. Nicht so zurückhalten. Doch, doch. Zurückhaltung ist ganz gut. Wo ist die denn? Ist sie in dem Haus mit dem kleinen, mit der kleinen, Schlitz, die sind hier immer übrigens, immer. Immer genau in dieser Ecke sind hier drei Stück. Das ist 10 von 10 dumm. Es regnet bereits, Jung. Ja, das ist das Haus. Nee, warte. Ist es nicht, oder? Ist es nicht. Servus. Ah, das ist Priscilla. Ich habe Priscilla verwechselt. Das ist nicht die Traumdeuterin. Priscilla ist die Freundin von unserem guten Freund Rittersporn, die andere Badin. Bitte lass mich am Leben. Servus. Na? Ich habe einen Plan, wie wir Rittersporn befreien können. Aber dazu müssen wir Dudu finden. Was für ein Plan ist das? Unser Doppler nimmt Menges Gestalt an und befiehlt Rittersporns Verlegung nach Ochsenfurt. Unterwegs greifen wir ihn uns. Brillant. Aber wie sollen wir Dudu finden? Ihr seid doch befreundet. Weißt du nicht, wo er sich verstecken könnte? Wo ist bei einem Doppler nicht die Frage? Als wer? Schon eher. Bisher ist er bei Ärger verschwunden und am nächsten Morgen als jemand anders aufgetaucht. Aber diesmal... Diesmal ist er nicht wiedergekommen. Du kennst Dudu schon lange? Nun, es mag seltsam klingen, aber ich bin nicht sicher. Offenbar war er in verschiedenen Gestalten in meiner Nähe und hat versucht, meine Aufmerksamkeit zu erlangen. Das kann ich ihm nicht vorwerfen. Danke. Zuerst habe ich ihn nicht wahrgenommen. Dann beschloss er, aufs Ganze zu gehen und nahm die Gestalt von Rittersporn an. Und woran hast du gemerkt, dass es nicht Rittersporn war? Kann Dudu nicht singen? Nein, ganz einfach. Er hat von etwas anderem als sich selbst geredet. Wir müssen Dudu überzeugen, sich uns zu offenbaren. Hat er Freunde oder Vertraute, über die wir ihn erreichen können? Rittersporn, Irina Renards Truppe? Das wär's. Ich wüsste nicht, dass er sonst noch Freunde hätte. Er war ständig bei der Truppe, entweder auf der Bühne oder im Publikum. Er ist also gern beim Schauspiel? Ja, ich wundere mich, dass er nach all dem nicht zu uns gekommen ist. Auf die Füchse hätte er schließlich zählen können. Wenn die Schauspieler also helfen würden. Wir brauchen nur Dudu zu erwähnen. Irina und ihre Leute haben ihm viel zu verdanken. Dudu und die Schauspieler, wie sind sie sich begegnet? Das war mein Werk. Bei einer Premiere lag Maxim im Koma. Er war voll wie eine Natter. Da fiel mir Dudu ein. Es gibt schwerlich ein besseres Double als ein Doppler. Und Dudu hat sich ihnen einfach so offenbart? Ich hielt es nicht für klug, irgendwen einzuweihen. Aber Dudu und Irina haben sich auf Anhieb verstanden. Und er hat sich so hoffnungslos in das Theater verliebt. Dass er angefangen hat, mit euch aufzutreten? Ja, und jetzt fühlt Irina sich furchtbar schuldig. Sie haben zugelassen, dass er sich in Gefahr bringt. Das verzeiht sie sich nicht. Nehmen wir doch ein Theaterstück. Wir können eine Botschaft an Dudu darin verstecken, damit er sich zu erkennen gibt.
Nicht schlecht, aber da reichen ein paar Zeilen wohl nicht. Und meinst du wirklich, dass Dudo sich die Zeit mit Theaterstücken vertreibt, die er in- und auswendig kennt? Hast du einen besseren Vorschlag? Wir müssen ein brandneues Stück schreiben. Etwas Großartiges, das Dudos Aufmerksamkeit erregt. Am wichtigsten ist, dass es einen grandiosen Titel hat. Es muss zum Stadtgespräch werden. Wenn du willst, können wir sofort damit anfangen. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, so ein Stück zu schreiben. Vielleicht machst du das besser allein. Es geht bestimmt schneller, wenn du mir hilfst. Du wirst sehen, wir werden uns köstlich amüsieren. Na schön. Lass uns das Theaterstück schreiben. Irgendeine Idee für die Handlung? Eigentlich hatte ich gehofft... Es kommt drauf an, Dudu klarzumachen, dass er sich auf dich verlassen kann. Und dass wir Rittersporn befreien wollen. Die Botschaft muss eindeutig, aber mit der dramaturgischen Essenz auf natürliche Art verwoben sein. Daher brauchen wir eine geeignete dramatische Struktur. Klar soweit? Eigentlich überhaupt nicht. Nicht ganz. Pech, dann musst du es eben bei der Arbeit kapieren. Wir haben keine Zeit für lange Erklärungen. Jetzt brauchen wir die richtige Ausdrucksform für das Stück. Eine packende Geschichte der Gegenwart. Das wäre am besten. Vielleicht über die Freischärler von Povis. Ich hab's. Über Lorenzo Molla. Die Geschichte eines hübschen, aber skrupellosen Banditen und eines Dopplers, der ihn aufs Kreuz legt. Nun muss sich der Doppler verstecken und nur sein Freund kann ihm helfen, ein Hexer, der alles tun würde, um seine Tochter zu retten. Nein, besser seine Geliebte. Was meinst du? Klingt großartig. Meinst du? Lorenzo Molla, ja. Oder doch nicht. Warte. Ich hab's. Wir nehmen die Geschichte über den Igel vom Erlenwald. Heimliche Liebende, ihr Verlöbnis, ein Fluch, eine grausame Königin, Glocken zur Mitternacht. Aber... Und da enthüllt er sein Antlitz. Er ist ein Monster und will Prinzessin Pavetta entführen. Sie wollen ihn tot sehen, doch da tritt ein Hexer auf den Plan. Und alles geht gut aus. Also abgemacht, ja? Du wolltest was sagen? Hab ich denn irgendwas zu sagen oder hast du schon alles entschieden? Was hast du denn? So funktionieren kreative Prozesse. Wir werfen mit Ideen um uns und wählen die besten aus. Also deine. Na, du musst zugeben, dass ich mich in Theaterdingen besser auskenne. Natürlich hilfst du mit, das Stück zu schreiben und das Gesamtwerk zu schaffen. Rittersporn wird's dir erklären. Wir brauchen einen guten Titel. Das dürfte sogar wichtiger sein als die Geschichte. Ich habe ein paar Einfälle. Vielleicht suchst du einen aus. Du willst tatsächlich meine Meinung berücksichtigen? Natürlich. Wir sind ja Partner. Ich habe nur das Sagen. Hier sind zwei richtig gute Titel. Die Erlösung des Dopplers und die Rettung des Wandlers oder des Hexers Triumph. Welchen ziehst du vor? Die Rettung des Wandlers oder des Hexers Triumph bringt doch genau die richtige Botschaft rüber. Es gibt nur ein Problem. In der Geschichte tauchen keine Doppler auf. Nur eine Prinzessin und der verfluchte Igel. Überhaupt kein Problem. Dann tauschen wir den Igel eben gegen einen Doppler aus. Die Botschaft ist das Wichtigste. Ein Hexer taucht auf und rettet den Doppler. Verstanden? Na schön. Es ist also eine Komödie? Ich hätte eher an eine Tragödie gedacht, aber wenn du es gerne fröhlicher hättest, entscheide einfach und ich mach mich dran. Eine Komödie ist wohl sicherer. Also gut, ich muss an die Arbeit. Und du suchst dir eine Ecke, setzt dich hin, liest leise oder denkst nach. In Ordnung? Gut, da du ja keine Hilfe beim Schreiben brauchst. Du sei doch früh. Was reimt sich auf Hexer? Sechser? Ach, sei lieber still. Fertig. Mit etwas Zeit könnte ich daraus ein kleines Meisterwerk machen, aber... Wir haben keine. Die verborgene Botschaft an Dudu. Was hast du hineingewoben? Verborgene Botschaft? Du wolltest etwas einbauen wie Komm im Morgengrauen zum Eisvogel oder so. Das passt doch gar nicht zur Stimmung des Stücks. Kein bisschen. Du hast es geschrieben, um mit Dudu in Kontakt zu treten. Das war der Sinn der Sache. Wie soll es denn sonst klappen? Weiß nicht. Ich dachte, ich könnte ihn an seiner Narbe erkennen. Oder ich improvisiere. Darum sorgen wir uns später. Erstmal musst du den Text zu Madame Irina bringen.
Du weißt, wo du sie findest? Die Truppe tritt auf dem Fleischerhof beim Marktplatz auf. Komm später zu uns. Bis dann. Oh Junge, die wirkt nicht ganz so helle. Oh, scheinbar macht sie ja gute Musik. Die Rettung des Wandlers. Hexer. Nur Bestien von übler Natur töte ich. Heitere bestimmt. Was? Heiter? Bestimmt. Vielleicht trinkt's ja inmitten der Gäste ein Bier. Achso, das ist immer die Stimmung dahinter. Boah, Junge, ey. Leck mich am Arsch. Quest aktualisiert. Gott, wir begeben uns mal zu Madame Irena. Ich bin maximal überfordert gerade. Verpisst euch doch. Du Schwein, du dumme Pute. Aus dem Weg jetzt hier. Kanarienvogel. Dann setz dich doch irgendwo unter. Ich schwöre dir, wenn du keine Frau... Also, ich will dich einfach keinen aufschlitzen. Wo willst du hin? Das ist ein Ort der Kult. Tritt hier die Schauspieltruppe von Madame Irina auf? Ja, aber du brauchst eine Eintrittskarte. Jetzt ist aber keine Aufführung, die Schauspieler proben nur. Aber das Zusehen ist trotzdem sehr spannend. Und? Willst du eine Eintrittskarte? Du hast gesagt, es gäbe keine Aufführung. Du kannst dir trotzdem eine Karte kaufen. Wie sieht's aus? Brauchst du eine Karte? Nein, kein Bedarf. Na schön, aber du kommst nicht rein. Kostenlos kannst du Huren durchs Fenster anglotzen. Das hier sind Künstler. Also 50 Mark sind halt lächerlich wenig, ne? Ich geb dem Wichser keine 50 Mark. Ich komm doch bestimmt auch irgendwie anders rein, oder? Zufällig hier. Servus, komme ich hier rein? Okay, offensichtlich nicht. Ich bin mir sehr sicher, ich würde da hochkommen, aber gut, wenn Geralt meint, dass es nicht geht, dann geht's wohl nicht, schade. Wir laufen einmal drum rum, wenn ich nicht reinkomme, ja, werde ich mir dann halt eine Karte kaufen, aber ich mag eigentlich nicht. Da komme ich nicht durch rein, das ist sehr schade. Komme ich hier hinten einfach rein? Nö. Kann ich hier aber die Treppe hochlaufen, dann... Nö. Ich möchte ihm einfach keine 50 Mark geben. Ich gebe doch nicht einfach Geld für, dass ich da reinkomme. Stricher. Aber ich komme scheinbar sonst nicht rein. Du bist schlecht. Gott, ich gebe ihm wahrscheinlich 50 Mark, richtig? Kannst du bitte nicht singen? Das ist schlimmer, als wenn Rittersporn singt. Okay, da kommt man auch nicht rein. Da offensichtlich auch nicht. Da offensichtlich auch nicht. Hier kann man nicht hoch, ne? Ne, da kommt man nicht hoch, okay. Schade. Ich bin jetzt von, Gottverdammt, wie heißt das Spiel nochmal? Jetzt gewohnt, dass man an Wänden halt hochklettern kann, deshalb ist es gerade ein bisschen ungewohnt. Ja, okay, dadurch brauche ich es gar nicht versuchen. Zucker. Das war auch ein bisschen aussichtslos hier, oder? Ah, wobei. Ja, doch. Ja, halt doch die Schnauze. Okay, ich komme nicht anders rein, außer durch den Haupteingang. Schade. Gott, krieg ich da 50 Mark. Da gäbst du 80 Euro und die Brüche gut bezahlt. Oh, warte mal. Part wird ein bisschen überzogen. Denke ich, das hier war das Tiris Haus. Ja. Part wird ein bisschen überzogen, weil ich jetzt so viel Zeit damit verschwende, den Teppich rundherum zu laufen. Das war ja komplett sinnlos. Ja, genau. Der Regen kommt, weil die Magier Bock haben, dass es regnet oder so. Keine Ahnung. Ja, komm hier. Brauchst du? Ja. Meine Fresse. Da
Bleib einfach außer Sichtweite, ja? Diese Schauspieler sind sehr schüchtern, wenn sie proben. Das sind aber meine Freunde, du Ficker. Wenn der mal nicht schon hier ist. Servus! Madame Irina, können wir reden? Gerald von Riva. Rittersporn hat uns so viel von dir erzählt. Ist er bei dir? Nein, aber bald, hoffe ich. Ich bin wegen Dudu hier. Reden wir hinten im Theater in meinen Gemächern. Da sind wir ungestört. Wie kann ich helfen? Wir haben in letzter Zeit weder Dudu noch Rittersporn gesehen. Rittersporn ist in Schwierigkeiten. Das war mir klar. Aber wie ernst ist es? Hat er die Frau eines mächtigen Mannes verführt und ist untergetaucht? Hat er ein beleidigendes Couplet über die Priester des ewigen Feuers verfasst? Viel schlimmer. Ich will ihm helfen, aber dazu muss ich erst Dudu finden. Aber der ist auch verschwunden. Ich habe einen Plan, um ihn aus der Deckung zu locken, aber ich brauche deine Hilfe. Kann ich auf dich zählen? Natürlich, aber was können wir tun? Ich will ein Stück aufführen, einen echten Straßenfeger. Verstehe. Und du hoffst, Dudu damit anzulocken? Dann muss es ein ganz neues Stück sein. Wer soll es schreiben? Priscilla. Sie hat das Stück schon fertig. Von einem Hexer, der einen Doppler vor dem sicheren Tod bewahrt. Klingt interessant. Ich schau's mir gern an. Aber erst müssen wir es bekannt machen und über Sicherheit nachdenken. Wir brauchen Ordner. Würdest du dich um diese Dinge kümmern? Wie kann ich helfen, die Premiere bekannt zu machen? Tja, wenn die ganze Stadt davon erfahren soll, dann müssen wir mit den Lunden reden. Wer sind die Lunden? Straßenkünstler. Wenn sie die Premiere ankündigen, dann erfahren selbst die Muscheln an den Hafenpollern davon. Wo finde ich sie? Sie hatten mal Zimmer in den Scherben in einem Stadthaus, aber ich weiß nicht, ob sie noch da sind. Auf der Straße habe ich sie länger nicht gesehen. Vielleicht haben sie die Beinlinge an den Nagel gehängt. Mal sehen, ob ich sie finden kann und ob sie für uns arbeiten wollen. Du meinst, wir brauchen Ordner? Ein Stück über Doppler mag ja kontrovers sein, aber ist das wirklich nötig? Man kann nie wissen. Und gerade in Novigrad können die Zuschauer schwierig sein. Faule Äpfel, Tomaten, Eier, sowas? Eher Äxte, Fleischermesser und Backsteine. Na schön. Fällt dir jemand ein? Vielleicht findest du bei den Docks Leute. Da ist immer jemand, der für ein paar Kronen alles macht. Danke für die Hilfe. Ich komme wieder, wenn ich die Ordner habe. Bis dann. Okay, wir spielen jetzt... ja, den Vermittler? Das richtig sehe. Alter Schwede, ja. Ich hätte doch dadurch gekonnt, aber ich kam ja nicht mehr raus. Okay, ich würde sagen, wir laufen mal. Pff, laufen, Junge, wo sind die Docks, Alter? Echo, Fanny. Nichts auf dem Weg dahin, Scheiße. Scheiße, ich würde die so gern abstechen, Alter. Gut, wir laufen jetzt trotzdem mal hin. Geht zu den Docks. Achso, warte mal. Heuer Jongleure. Warte mal. Das möchte ich eigentlich zuerst machen, weil das optional ist. Wo das? Ah, das ist genau die andere Richtung. Schmacko, geil. Warum Spiel? Das muss doch nicht sein. CD Projekt Red. Warum macht man sowas? Hätten die nicht wenigstens in der gleichen Ecke sein können? Nein. Genau die andere. Ich hasse mein Leben. Gut, dann laufen wir wohl erstmal zu den Jongleuren. Arr! Ich dränge hier so viel ich will. Hier hängt keiner rum. Hoffentlich ist die Wegführung wenigstens anständig. Ich würde so gerne hier mehreren Leuten den Kopf abschlagen einfach. Das wäre so befriedigend, muss ich sagen. Hier hat doch Triss gewohnt, ne? Da unten drin meine ich. Am Ende. So, servus. Hören Sie mal. Mir ist Hans, der Gerold.
Hübsche Melodie, aber verdammt traurig. Dann drückt sie meine Stimmung aus. Was suchst du hier? Ich suche die Lunden. Seid ihr das? Wir haben kein Geld. Lass uns in Frieden. Da liegt wohl ein Irrtum vor. Oh, tut mir leid. Ich dachte, der Vermieter hätte uns wieder einen Schläger geschickt. Ein Schläger? Schmeichelhaft. Danke. Vergib uns. Du siehst gefährlich aus. Und wir hatten in letzter Zeit reichlich Ärger. Nissa ist mit den Nerven am Ende. Wie wir alle. Ich will kein Geld von euch. Im Gegenteil, ich hätte welches. Sofern ihr die Kunde von Madame Irinas neuem Stück in der Stadt verbreitet. Oh, das geht leider nicht. Seit der Premiere unserer folgenreichen Ballade »Heiliger Himmelfahrt, fromm ist er nicht, fressen und huren, das kann er, der Wicht«, werden wir von Fettsacks Bande verfolgt. Fettsacks Bande? Ach, Strauchdiebe. Vom Kult bezahlt. Die Stadt wimmelt von solchen Banden. Sie haben Nissa bedroht, wollten ihr die spitzen Ohren mit einem Schnitzmesser abrunden. Sie lassen uns nicht auftreten, vergraulen das Publikum, zerstören die Instrumente. Und neuerdings lauern sie uns direkt vor dem Haus auf. Wir wissen nicht weiter. Haben sie einen von euch verletzt? Noch nicht. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nissa hat gehört, dass sie irgendwas anzünden wollen. Und wenn ich euch Fettsack und seine Jungs vom Hals schaffe, werbt ihr dann für Irinas Stück? Ja, aber das wird nicht einfach. Die lassen nicht mit sich reden. Ich bin sowieso kein großer Redner. Ja, auf die Fresse du willst, auf die Fresse von uns. Kein Problem, Bruder. Die kriegen erstmal ordentlich ein paar auf den Sack. Da sind sie doch schon, oder? Sag das nochmal, wenn du dich traust. Ich hab doch gar nichts gesagt. Er ist nicht nur ein Ketzer, sondern ein Lügner obendrein. Was machen wir? Servus. Ihr seid das also. Hey, Fetzer, guck, was wir hier haben. Spinnig oder hast du Katzenaugen? Ja, tatsächlich hat wohl ein Gossenkater seine Mutter gevögelt. Was treibst du in der Stadt des ewigen Feuers, Miezekatze? Lass die Lunden in Ruhe. Die Würmer, die hier Reich Himmelfahrt beleidigt haben, ihn einen Freier genannt haben? Lieber trete ich die heilige Flamme aus. Sag den verdammten Dichtern, sie sollen herkommen. Wir rammen ihnen die Flöten in die blasphemischen Ärsche. Dann pfeifen sie ein anderes Liedchen bei jedem Furz. Verschwindet von hier. Sofort. Was? Los geht's. Kleine Schlägerei, die wollte ich einfach nicht verschonen. Verdammt. Genug, Jungs. Was ist denn? Dieser Anblick, denen hast du's gegeben? Eins, zwei über den Rücken, dann wumm, voll auf die Birne. Endlich kann ich rausgehen, ohne mich unter einer Kapuze zu verstecken. Oh, danke, vielmals. Bitte, das war doch nichts. Und ob das was war? Glaub nicht, dass wir unser Versprechen vergessen. Wir singen uns die Kehlen wund, um Irinas neues Stück zu preisen. Was nehmt ihr dafür? Kein Kopper. Du hast uns geholfen. Warum sollen wir dir nicht helfen? Wir kriegen die halbe Stadt in das Stück. Wart's ab. Einige schnelle Vorbereitungen und dann sind wir auf der Straße. Bis zum nächsten Mal. Die eine Elfin hat die gleiche Stimme wie der eine, wie hieß das Ding nochmal? Elfling? Kaiserling? Das blaue Ding, was außer hier wie so ein Nech. Mann, wie hieß denn das? War, glaube ich, letztes Mal ganz unten. Da, Hansi! Bla, 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 bla. Wie heißt das Ding? Göttling! Göttling, nicht Kaiserling. Gut, ja. Wir haben schon 4 Minuten überzogen, aber ich glaube, ich laufe nochmal kurz zu den Docks. Könnt bis dahin gerne skippen. Da wird nicht viel passieren. Freddy liebt es ja bekanntlich, wenn ich lange Parts mache. Das vergöttert er quasi. Dafür würde er sterben, wenn ich mal wieder richtig hart überzogene Parts bramling. Am liebsten immer so Stundendinger. Das mag er am liebsten, das weiß ich. Ja, ich bummel ja auch nicht, ich laufe. Meine Güte, ey. Ja.
Was müssen wir wohl für die Ordner machen? Die können sich ja selber prügeln. Also daran wird es nicht liegen. Vielleicht müssen wir die Schnaps besorgen? Haben wir dabei. Kein Problem. Wir werden sehen, was wir für die tun können. So. Wir sind hier fast da. Sind wir nicht. 400 Meter. Okay. Ich sehe mir hier gar nichts an, Bruder. Meine Fresse, ey. Die labern immer alle so viel. So. Schöne Mühle hier. Jetzt sind wir fast da. Also wir sind immer noch... Junge, wir sind immer noch am Arsch der Heide. Alter Schwede, ey. Norwegerer Docks, neue Markierung. Ah, hier ist auch ein schneller Reisepunkt jetzt. Geil. Dann kommen wir wenigstens schnell von hier weg. Servus, mir ist Hans, der Geralt. Müssen wir uns hier kloppen? Da würde ich mich sehen. Kleine Prügelei. Hätte ich Bock drauf. Netter Kampf. Gute Beinarbeit. Forderst du mich heraus oder willst du dich mit Haal messen? Ein Hexer gegen die Bestie von Metina. Mordlust gegen unbändige Wildheit. Seid ihr wirklich aus Nilfgaard? Aus Metina, verdammt! Nicht aus Nilfgaard! Aufgezogen von wilden Hunden in den Sturmebenen von Magdeira! Brüder des Blutvergießens in Metinas berüchtigten Drecksarenen! Wer tritt den Wilden aus dem Süden entgegen? Wer sieht den Bestien ins Auge? Ich bräuchte euch als Aushilfe. Wir führen ein Theaterstück auf. Sollen wir auf der Bühne jemanden verdreschen? Ihr sollt als Ordner arbeiten und dafür sorgen, dass weder auf noch vor der Bühne jemand verdroschen wird. Da bist du bei uns falsch. Verdreschen ist unser Geschäft. Wie wär's mit einer Wette? Wenn ich Haal schlage, arbeitet ihr gratis für mich. Tja, Haal hat's nicht so mit Theater. Tragische Romanze. Ich erspar dir die Details. Man wird ihn irgendwie überzeugen müssen. Vielleicht so. Kämpf gegen uns beide gleichzeitig. Kampf des Jahrhunderts. Ein Hexer gegen den zweiköpfigen Drachen von Mechina. Was, wenn ich verliere? Oh, das wirst du. Dann arbeiten wir trotzdem für dich. Du musst nur doppelt zahlen. Klingt fair, Bruder. Gut, ich kämpfe gegen euch beide gleichzeitig. Erst her mit dem Geld. Verlierst du, gehört zu uns. Okay. Doppeltes Geld, wie versprochen. Wenn ich gewinne, krieg ich's zurück. Haal, mach ihn fertig! Ich hab hier was Besonderes für dich. Nein, für uns, Freund. So, kann ich noch speichern? Ich darf jetzt nicht mehr speichern. Das ist sehr schade. Ich kann auch nicht so machen. Okay. Aua. So, zack. 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 Bang. Ich kann nicht rollen, okay. Das ist gut zu wissen. So, der erste ist schon mal nieder. Guck mal her. Zack, zack. Und in die Fresse. Easy. Well, es ist kein Tanz, aber ich freue mich trotzdem, dass ihr dabei seid. Nette Jungs, mag ich die. Kann ich hier noch weiter fighten?
Harl hat ganz schön auf Fressbrett gekriegt, Alter. Gut, ich würde sagen, beim nächsten Part schnacken wir mit Irina und beginnen das Stück. Aber der überzogene Part hier endet. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!